Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2 und heute ist es eher ein Euro Camping Simulator. Wir sind unterwegs mal nicht mit dem LKW, sondern mit dem Scout Car, heißt er ja eigentlich im Spiel. Es ist ein Skoda Superb, glaube ich, genau. Ja, mit Wohnanhänger. Und wir befinden uns, ja, original mit holländischem Nummernschild natürlich. Und wir befinden uns original in Amsterdam-IJmuiden am Hafen und setzen jetzt mal gleich über nach Newcastle. Ich hoffe, das geht. Ich guck mal eben nochmal auf die Map. Ich glaube, wir können nach Newcastle. Denn dann würde ich sagen, wir sind jetzt im Euro Truck Simulator so viel und so weit gefahren immer. Also ich zumindest, ich habe ja jetzt nicht immer alles als Let's Play gemacht, aber es ist ja immer mal eine Folge gekommen. Länger zwar nicht, aber naja, ihr wisst Bescheid. Jedenfalls, selbst offscreen habe ich das Spiel sehr oft gespielt und habe jetzt hier irgendwie 1100 Spieltage damit verbracht, also Ingame-Tage. Und wir können nach Newcastle fahren, das ist schon mal gut. Ja, da ist es, glaube ich, dann auch mal an der Zeit, dass man sich mal Urlaub nimmt. Deswegen geht's jetzt mit dem Camper einfach mal nach Schottland. Also, auf geht's auf die Fähre. Wir möchten nach Newcastle, das dauert 16 Stunden. Und da geht's auch schon los. Ja, der Skoda Superb ist ja mittlerweile auch bekannt. Ich glaube, das ist mittlerweile der bekannteste und beliebteste PKW hier im Spiel. Aber das mit dem Caravan ist, glaube ich, neu. Also das gibt es noch nicht ganz so lang. So, jetzt müssen wir erstmal auf die Karte gucken und uns eine Reiseroute zusammenbasteln. Denn ich möchte gern über Edinburgh, über Perth bis nach Inverness. Ich weiß nicht, ob wir da auch zum Loch Ness kommen. Wenn, dann wäre der irgendwo hier in dem Bereich. Also sagen wir einfach mal dahin. So. 608 Kilometer. Das kommt ungefähr sogar real hin. Woher weiß ich das? Weil ich vorhabe, da dieses Jahr selbst hinzufahren. Und zwar auf der gleichen Route. Deswegen also eine kleine Probefahrt. Und natürlich haben wir jetzt hier noch das erschwerende Kriterium, wir haben Linksverkehr. Da ist auch nochmal ein Schild, was uns genau an diese Sache erinnert. Links fahren. So, jetzt machen wir erstmal wieder mein Navi an und einen Rückspiegel. Und dann müssen wir erstmal gucken, wo es hier eigentlich rausgeht. Ich glaube hier vorn. Da sieht es wie Ausfahrt aus. So, da sind wir unterwegs. Und wir fahren links. Das machen wir schon mal richtig. Also davor graut es mir ehrlich gesagt ein kleines bisschen. Oh, wir sind ein bisschen schnell. Ich bin noch nie Left-Hand Drive gefahren. Also das wird interessant. Sozusagen auch so ein bisschen Generalprobe, was das angeht. Die Straßen hier im Spiel sind ja relativ realistisch nachgebildet. Das kann man schon mal so sagen. Vor allem auf der Pro-Mods-Map. Also wie gesagt, wir sind wieder unterwegs auf der Promods-Karte 233, wie gehabt. So, und das ist was ich ja generell hasse, Kreisverkehre. Bin ich ja überhaupt kein Freund von. Ja, jetzt ist erstmal ein bisschen Betrieb her. Na, ob wir es noch schaffen in dieser Folge? So. Hat ein bisschen gedauert, aber naja. Was lange währt, wird endlich gut. Und da vorne haben wir gleich den nächsten Kreisverkehr. Ja.
Ja, wir haben übrigens auch diese typischen Caravan-Spiegel mit dran. Das geht. Das bringt das Modell so mit sich. So, können wir hier rinfahren? Jo, sieht gut aus. Komm. Ich mache hier immer mal noch so ein bisschen langsam, weil gerade Kreisverkehre und dann noch das Überblinksverkehr, da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. So, jetzt haben wir glaube ich erstmal das Gröbste geschafft. Sind raus aus Newcastle. So, und nach vorne geht es dann auf die Autobahn. So, also im Moment sind wir noch in England. Ich glaube, sobald wir nach Schottland reinkommen, da stehen dann sogar Schilder Welcome to Scotland. Denn das ist dann auch wieder eine Region, die ist dann schon von Promoz ein bisschen überarbeitet worden. Werden wir dann auf jeden Fall noch sehen. So, hier müssen wir gerade durch. Jo. So, dann geht's auf die britische Autobahn, den Motorway. Ich weiß gar nicht, ob es ein Motorway ist oder ob es eine Landstraße ist. Also die haben ja da so ausgebaute Landstraßen auch. Ja, es ist eine A696. So, mit Anhänger dürfen wir glaube ich bloß 100 fahren. Unterstelle jetzt mal, dass der für 100 geeignet ist. Langsamer habe ich nämlich keinen Bock. Ja, im Moment läuft es ja gut hier im Linksverkehr. So, jetzt wird die Straße erstmal ein bisschen enger. So, da dürfen wir noch, ja, knapp 100 dürfen wir immer noch fahren. Das Einzige, worauf wir bei diesem Auto immer so ein bisschen achten müssen, ist der Benzinstand. Denn der schluckt ganz ordentlich. Keine Ahnung warum. Also ich habe jetzt den realen Benzinverbrauch eingeschaltet. Da geht's. Also im Menü kann man ja umschalten zwischen realer Treibstoffverbrauch und oder eben nicht. Wenn man den einschaltet, dann geht's halbwegs. Aber wenn der ausgeschalten ist, dann säuft dieses Auto echt wie ein Loch. So, jetzt ist natürlich scheiße mit dem Linkslenker. Wenn man überholen will, sieht man nicht viel. Ja, komm. Das muss klappen. Kaum in UK angekommen und schon solche Harakiri-Manöver hier. Heieiei, das werde ich natürlich im echten Leben, glaube ich, nicht machen. Ja, Landschaft ist ja schon mal ganz nice. Aber ich glaube, in Schottland sollte das Ganze dann noch ein bisschen hübscher werden. So, oh, wir sollen mal ein bisschen bremsen. Hey. Enge Kurven. Was haben wir hier? Achso, Parkplatz. Hier sehen wir es. Welcome to Scotland. Das heißt, wir sind jetzt schon in Schottland. Und das heißt, ja, das finde ich ganz cool, dass auf den Straßen dann eben auch vor solchen Kurven nochmal dran erinnert wird. Slow, das war, dass du eben langsam fahren sollst. Zusätzlich zu diesen Täfelchen an der Seite. Ja, das ist schon mal ein ganz schönes Gekurve hier. Ich weiß nicht, ob das in echt auch so ist oder sein wird.
Also unser Wohnanhänger da hinten, der macht aber ganz schön Getöse. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. So, dürfen wir jetzt bitte wieder schneller fahren? Das fände ich ganz knorke. Ist mir egal, ich mach's einfach, weil hier geht's einfach nur geradeaus. Ja, auch das würde ich natürlich im echten Leben lieber bleiben lassen. Denn das könnte da oben auch ziemlich teuer werden, glaube ich. Also in Deutschland kommen wir mit unseren Bußgeldern echt noch sehr, sehr glimpflich davon. Wenn man da mal guckt, was man in anderen Ländern da bezahlen kann, da gehst du ja arm. Also da ist mal schnell halbes Monatsgehalt weg. Aber hier in Deutschland ist das Ganze sehr nachsichtig gehandhabt. Vielleicht ein bisschen zu lasch, wenn man mich fragt. So, hier haben wir wieder Slow. Ich weiß übrigens nicht warum. Also ich hatte das Auto vorhin noch als mit der Polizeilackierung am Start. Habe ich jetzt umlackiert und auch die Sirene vom Dach runtergenommen, aber trotzdem haben wir noch das hier. Ja, wir sind immer noch als, ziviler Streifenwagen unterwegs. Mit unserem mobilen Knast hinten drauf. Also im Moment läuft das echt gut hier, wie am Schnürchen. Schaffen wir das müdigkeitstechnisch? Ja, das schaffen wir auch. So, hier sind wir wieder ein bisschen auf der Schnellstraße. A68. Bin ein bisschen weit links. Ich fahre trotzdem mal weiter mit 100. Ich glaube, das passt. Wie gesagt, wenn wir einen Caravan hinten dran haben, dürfen wir sowieso nicht schneller. Und ein bisschen Simulationsfeeling soll ja auch noch bleiben. So, den ersten Wegpunkt haben wir passiert. 400 Kilometer sind es noch. Mal gucken, ob ich es wieder ein bisschen zusammenschneide. Also wenn ihr mich mal kurz nicht hört, dann gibt es einen Zeitraffer. Ihr kennt das ja. Das werde ich dann nachträglich entscheiden. Bei der Bearbeitung. Beim letzten Video waren wir ja unterwegs nach Hammerfest. Da haben wir ja den neuen MAN getestet, womit ich sehr zufrieden war. Und da hatten wir es ja auch schon so gemacht. Ich hatte ein bisschen Zeitraffer. Zusammengeschnitten. Ja, ist dann einfach ein bisschen kompakter. So, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Ah, das ist die Forth Bridge bei Edinburgh. Da drüben. Diese mit den drei Bögen, das ist die Forth Bridge. Überhaupt, die ganzen Brücken hier, das ist ja Wahnsinn. Also wir sind jetzt in einer schottischen Hauptstadt in Edinburgh. Also die haben hier irgendwie ein Faible für Brücken. So, wir machen mal, was da auf der Straße steht und fahren ein bisschen langsamer.
Ja, da stand es ja sogar schon dran, Inverness. Richtung Inverness sind wir auf jeden Fall richtig. Inverness könnte sogar ein Begriff sein, dem einen oder anderen, wer das Lied Auld Lang Syne kennt. Da kommt ja eine Zeile drin vor, die ging, wie ging die nochmal? There is a pub in Inverness that never shuts its doors. Also in Inverness gibt es einen Pub, der niemals zumacht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Oh, ich sehe einen alten Arsch hier. Das ist ja toll gemacht. Also da bist du gut beraten, wenn du noch einen Beifahrer dabei hast. Aber denk dran, die letzten Worte des Beifahrers, rechts ist frei. So, mal gucken, ob wir hier vorne direkt mal die Tankstelle ansteuern können. Denn wir haben jetzt bloß mal die Hälfte im Tank. Ne, die liegt an der Autobahn. Da sind wir gerade vorbeigefahren. Ah, shit. Ja, aber ich glaube, es reicht noch ein bisschen. Ja, es reicht noch ein paar Kilometer. Ist natürlich interessant jetzt, Skoda Superb. 235 Liter hat er noch im Tank. Also der hat über 400 Liter Tankvolumen. Hier im Spiel zumindest. In echt wahrscheinlich eher weniger. Ja, ging halt wahrscheinlich nicht anders umzusetzen, was so ist. Wirkt halt ein bisschen lustig. Aber Mensch. Und ein Kreisverkehr. Davon gibt es hier in Großbritannien natürlich etliche. Oh, Ruckler inklusive. Tja, aber läuft gut, muss ich mal sagen. Immer noch keine Toten zu beklagen. Keine Verletzten. Auto ist auch noch ganz. Nächster Kreisverkehr. Ja. Also wenn man das immer so sieht, da könnte man denken, Deutschland hat noch verhältnismäßig wenige Kreisverkehre. Da gibt es in allen anderen europäischen Ländern irgendwie weitaus mehr. So, Perth hätten wir dann auch passiert. Und fahren Richtung Scottish Highlands. Und das Ganze sollten wir vielleicht mal ein bisschen langsamer tun. Mit 100 Sachen, oder 110 waren es jetzt fast. Das ist nicht so ratsam. So, haben wir denn einen nächsten Ort? Ne, jetzt haben wir gar keinen Ort. Aber wir kommen in die Highlands. Da hinten sieht man sie schon. Langsam baut sich da eine Kulisse auf. Ja, das ist doch mal hübsch. Wie gesagt, da habe ich dieses Jahr vor, noch selbst hinzufahren, mir das mal live anzutun. Anzuschauen, besser gesagt. Antun wahrscheinlich eher den Verkehr. Und anschauen die Highlands. So, ich bleibe gleich mal rechts. Dass wir hoffentlich an dem LKW vorbeikommen. Ich fahre mal ein bisschen schneller. Ja, und jetzt bremst der Typ hier vorne. Das ist doch nicht dein Ernst. Er gibt Gas. Der muss doch gleich rüberkommen, der LKW. Der muss warten. Bist ja eine Pfeife. Ja, was macht er denn jetzt? Ach, jetzt fährt er langsamer. Naja, wir haben Zeit. Wir machen schließlich Urlaub. Und das Ganze ging wesentlich schneller, als ich gedacht hätte. Wir haben jetzt bloß noch 140 Kilometer. 2 Stunden im Spiel noch zu fahren. Ich hätte gedacht, das dauert länger, ganz ehrlich. Das ist ja eine Highspeed-Tour gewesen jetzt.
Könnte sein, dass wir gar nicht mehr tanken müssen. Nö, eigentlich nicht. Kommen wir direkt in einem Rutsch durch. Jetzt werden wir noch ein bisschen ausgebremst da vorne durch die LKW. Naja, was soll's. Dann genießen wir halt den Ausblick so ein bisschen. Ja, nicht schlecht. Ja, bloß wirklich schnell geht es jetzt halt nicht. Und wir werden immer langsamer. Das ist doch noch nie mal ein Kreisverkehr hier. Ja, jetzt sind wir mal ein bisschen sehr langsam unterwegs, ja. Wir fahren ja gerade mal 50. Ja, das ist der Kollege, macht es auch. Er sollte es nur etwas schneller tun. Ja, dann überholen wir dich halt auch gleich noch mit, mein Kollege. So, haben wir das. Ja, echt schön, viel Grün. Und irgendwo auch viel Berg. Und gleich sind wir auch schon da. In Inverness, am Loch Ness. Ja, mal gucken, ob wir den Loch Ness auch sehen können. Das wäre schon irgendwie ganz nice, wenn wir den jetzt zum Abschluss nochmal im Bild hätten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Promotz den nicht eingebaut hat. Also, ich bin guter Dinge. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen suchen. So, wäre das jetzt eine gute Idee, die Polizei und den LKW zu überholen? Weiß ich nicht. Probieren wir es aus. In der Kurve. Das war keine gute Idee. Alter, was? Oh. Da haben sie dem ins Gehirn geschissen oder was? Was bremst denn der hier? Das gibt's ja nicht. Sag mal, spinnt der? Ich reg mich hier gerade auf wie beim echten Autofahren. Das ist Wahnsinn. Was macht der denn? Na, bist du doof? Alter, das gibt's ja nicht. Genau, fahr da rüber. So eine Pfeife. Also auch in Großbritannien gibt es Regeln, an die man sich halten muss, Kollege. Da bremst er da auf einmal runter, bloß weil da irgendwie so ein paar Betonwände da rumstehen, wo er locker vorbeigepasst hätte. Alter, das regt mir ja selbst im Spiel auf. So, und wir kommen an in Inverness. Wir sind schon so gut wie da. Ihr seht es ja schon auf der Karte. Gerade durch. Den, ja, und natürlich wieder ein Kreisverkehr. So, müssen wir ein bisschen langsamer machen. Fort William, das ist die richtige Richtung. So, wo willst du lang? Gerade. City Center ist schon mal gut. Ja, mitten in den Bergen, das war auch geil. Und gleich mal noch einen Duffhändler entdeckt. Warum nicht? Kann man machen.
Ja, ist schon nett hier. Muss man mal. Ja. Nettes kleines Städtchen. So, jetzt müssen wir rechts abbiegen. Kann ich rüber? Jo. So, das Rechtsabbiegen in Großbritannien ist natürlich dann so wie das Linksabbiegen in Deutschland. Man muss halt immer so ein bisschen spiegelverkehrt denken. So, und ich hoffe echt, wir kommen jetzt Richtung Loch Ness irgendwie. Ja, auf der linken Seite. Da ist er, der Loch Ness. Und wenn wir Glück haben, jawohl, wir kommen am Urquhart Castle raus. Geil. So, ist das genial oder ist das genial? Ich freue mich. Da links haben wir das Urquhart Castle. Direkt am Loch Ness. Mal gucken, ob wir da irgendwie rankommen. Biege hier mal links ab. Und dann machen wir hier mal einen auf Touri und fahren ein bisschen langsamer. Kommt man ja irgendwie auf den Parkplatz vielleicht. Ja, sieht ganz gut aus, ja. Hoffentlich ist da jetzt keine Alpha Rohr. Natürlich. Und genau das finden wir da. Ach Mensch, warum baut ihr solche Alpha-Wände dahin? Komme ich hier vielleicht hin? Naja, bis dahin. Ja, passt ja auch. Ja, warum fährt er jetzt nicht weiter? Der ruiniert mir irgendwie meinen Endscreen. Sack. Saft. Sack. Ja, eben, fahr doch. Oh. Naja, dann nehmen wir das. Was? Alter, das ist laut. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht da hinten. Da schwimmt Lassie. Da schwimmt Nessie. Wie geil ist das denn bitte? Mal gucken, wenn man es nicht sieht in der Aufnahme. Ich werde es nochmal ein bisschen größer machen. Da schwimmt Nessie. Das habe ich noch nie gesehen hier im Spiel. Was machen die hinter mir? Alter, voll das Chaos am Produzieren hier. Ich versuche mal kurz wenigstens noch ein Stück hier so rüber zu fahren. So, das ist vielleicht ein bisschen besser. Ja, jetzt haben wir voll deinen Tank im Bild. Alter, du kannst nicht fahren. Na gut, also wir haben Nessie gesehen. Oh, ich gehe nochmal zurück ins Auto, das ist laut. Wir haben Nessie gesehen, wir sind am Loch Ness vorbei. Er kennt jetzt das Urquhart Castle. Ja, kleine Sightseeing-Tour, Schottland sozusagen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart. Und wenn ihr möchtet, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich, oder wenn ihr möchtet, zum nächsten Video wieder. Euro Truck Simulator 2 werde ich vielleicht jetzt öfter mal wieder was machen. Habe ich einfach Bock drauf, ja. Das ist ein sehr faszinierendes Schachspiel. Da kannst du nur noch mit dem Kopf schütteln. Also Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen und Abo dalassen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin, lasst euch gut gehen, haut rein und ciao.
Genauso. Ciao.